Ja, Leute, und damit willkommen zu einer neuen Folge von der Formel 1 2017 Karriere. Die letzte Aufnahme leider schon ein paar Tage her. Wir haben aber ein neues Update für das heutige Rennen, und zwar in Russland, wo ich eigentlich ungern fahren würde. Aber den Kalender kann man ja nicht anpassen bei dem Spiel. Im letzten Part hatten wir leider echt ein sehr, sehr schwaches Wochenende in Bahrain. Nur Platz 6, noch ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben. Wir hatten leider einen Frontflügelschaden, waren deshalb im Rennen auch nicht wirklich konkurrenzfähig. Gerade so in der letzten Runde wenigstens Platz 6, also Perez, überholen können, aber ja, es wäre auf jeden Fall locker Platz 3, 4 drin gewesen mindestens. Die Mercedes hatten allerdings echt deutlich angezogen, hatten einige Updates, aber wir konnten zum Glück auch jetzt wieder nachlegen, wenn man mal die Lücke sich anschaut. Bei Bahrain waren wir schon deutlich weiter von Mercedes weg und jetzt sind wir quasi fast wieder auf Mercedes Niveau, also ein kleines Update würde schon reichen und dann wären wir, glaube ich, vor Mercedes. Das ist ganz gut, also ich glaube, heute könnte es auf jeden Fall wieder besser aussehen. Wir haben in der letzten Folge ja leider eben auch die WM-Führung verloren gegen Lewis Hamilton. Der ist aktuell der Erste in der Fahrerwertung und das kann, glaube ich, echt ein sehr, sehr harter Kampf werden. Auch mit Sebastian Vettel, der endlich sein erstes Podium, glaube ich, eingefahren hat in der letzten Folge. Zu dem Zeitpunkt, wo die Folge hier online kommen wird, kann es sehr, sehr gut sein, dass schon die erste Folge von MotoGP 23 online kam, von der Karriere dort, weil das Spiel kommt ja am 8.6. raus und ich habe da schon mega Bock drauf. Ey, dass wir... Oh, okay, da gab es eine große Wandberührung. Also MotoGP 23, ich bin schon echt gehypt auf das Game. Wir werden da auf jeden Fall direkt bei der MotoGP reinstarten, also bei der höchsten Klasse. Das letzte MotoGP-Spiel, was ich gespielt hatte, war ja MotoGP 20, also echt schon sehr, sehr lange her. Und deshalb wird es, glaube ich, umso beeindruckender, den Sprung zu sehen von MotoGP 20 auf 23 und auch noch mit der PlayStation 5 Power. Ich glaube, Ferrari hatte doch damals 2017 oder 18 Platz 1 und 2 in Qualifying hier in Russland. Schon sehr, sehr cool. Leider konnte, glaube ich, doch dann Lewis Hamilton am Ende gewinnen und keiner der beiden Ferrari. Das Benzinmanagement ist ja ultra einfach. Wir sind fast 2 Sekunden besser als die Zielzeit. Also da kann ja der Rest des Trainings auch nur einfach werden. Wir sind übrigens immer noch auf 103 beim Schwierigkeitsgrad. Also ich glaube, 104 hatten wir dann anscheinend im Qualifying in Bahrain. Boah, sieht auch wieder sehr, sehr stark aus. Jetzt schon 7 Zehntel besser als die Zielzeit. Und übrigens beim großen Preis von Monaco, eine Sache, denkt ihr, dass Alonso gewonnen hätte, wenn der eben nicht auf die Mediums gewechselt wäre? Weil ich glaube schon mit den Intermediates direkt, dass der Verstappen quasi überholt hätte. Jetzt versuche ich nochmal das Reifenmanagement, weil wenn wir sowieso schon so gut performen bei den anderen Programmen, kann ich hier auch mal fast alles machen bei den ganzen Programmen. Eine andere Sache, und zwar ist ja letztens die Bundesliga zu Ende gegangen. Ey, das konnte echt nicht wahr sein. Am letzten Spieltag verspielt Borussia Dortmund einfach die Meisterschaft, Alter. Ich war so gebrochen an dem Samstag. Man hat direkt gemerkt, wie die mit einer falschen Einstellung irgendwie ins Spiel gefühlt reingegangen sind. Und genau deshalb, die sind ganz anders aufgetreten als bei den anderen Spielen davor. Davor haben die immer richtig gut gewonnen, 4-5-0 oder sowas. Und dann zu Hause gegen Mainz. Der Druck war einfach so groß. Ach man, also das war schon mega bitter, mega belastend, dass man wieder nicht, obwohl Bayern solche Chancen angeboten hat, nicht die Meisterschaft gewinnen konnte. Es war so eine geile Saison, alles hätte gepasst, alles wäre perfekt gewesen. Sehr viele Fans da in Dortmund, über 200.000 oder so. Also echt sehr, sehr belastend gewesen. Keine Ahnung, wenn das Training schon so einfach war, sollte ich vielleicht im Qualifying auch hochstellen. Wir sind jetzt 1,4 Sekunden vor Lewis Hamilton. Ja, es gab sehr viele Punkte, weil ich jedes Programm fast abgeschlossen habe. 248. Damit geht es los mit der ersten Qualifying Session. Wie gesagt, die Sache ist halt mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust bei jedem Rennen, wo wir mal ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser als normalerweise sind, dass ich dann direkt den Schwierigkeitsgrad wieder umstelle. Weil es gibt natürlich auch Rennen in Real Life, wo ein Fahrer plötzlich richtig gut performt. Ich denke, vor allem in der nächsten Folge in Barcelona wird es sowieso wieder schwieriger. Aber ich glaube, heute in Russland ist es echt sehr, sehr einfach. Deshalb würde ich, glaube ich, schon lieber mal hochstellen. Wir sind jetzt 1,34,7 gefahren. Damit stelle ich auf 105 hoch. Ich glaube, man könnte sogar noch höher stellen, aber ich schaue jetzt mal, was die Mercedes abliefern. Ja, selbst Hamilton mit den gleichen Reifen 6 Zehntel dahinter. Also ich glaube, ich kann sogar direkt auf 106 oder noch höher stellen. Ich stelle mal hoch auf 107, würde ich sagen. Jetzt geht's los mit der zweiten Session. Wir starten auf jeden Fall dann im Rennen mit Ultrasoft, weil der Reifenverschleiß ist hier in Sochi sowieso sehr, sehr gering. Boah, das war nicht gut.
gut, die erste Kurve. Ich bin mal gespannt, was für Zeiten die KI jetzt gefahren ist. Mit dem 107er Schwierigkeitsgrad. Oh, plötzlich fährt die KI viel, viel besser. Vettel fährt die 1,34,2. Boah, okay, das glaube ich schon hart. Also keine Ahnung, ich habe um 4 Punkte hochgestellt und plötzlich ist die KI 0,8 oder so besser geworden. Das kann doch auch nicht wahr sein. Als ob das so einen Unterschied ausmacht. Ich dachte, 0,1 wäre ungefähr ein Punkt. Wir fahren zwar auch eine gute Zeit, 1,34,777, so in der letzten Session ungefähr. Vettel und Hamilton plötzlich in einer ganz eigenen Liga. Boah, das ist schon krass. Also Vettel und Hamilton. Ich glaube, dann kann ich doch lieber mal im Rennen wieder um 1-2 Punkte runterstellen. Aber fürs Qualifying ist jetzt egal. Ja, dann können wir wenigstens um Platz 3 kämpfen. Vielleicht auch mit einer perfekten Runde doch um die Pole. Damit geht's los mit Q3, mit dem ersten Versuch. Wir haben ja sowieso noch genügend Reifensätze für 2 Versuche. Boah, Vettel wieder die 1,34,2 gefahren. Also der ist richtig schnell. Jetzt bin ich gespannt auf die Zwischenzeit. Wir sind nicht so weit weg wie vorher. Boah, was ist das denn? Wir rutschen ja komplett hier im dritten Sektor. Damit kann ich die Pole safe vergessen. Ey, Bottas fährt noch schneller. Ach du Scheiße. Also die KI ist doch deutlich zu hoch. Naja, wir fahren irgendwie die 1,34,6. Bis zum dritten Sektor war alles gut. Also damit kann man die Pole ja komplett vergessen. Jetzt ist Hamilton plötzlich so eine Sekunde vor uns fast. Motor müsste ich mal austauschen. Das kann natürlich auch noch einen Grund dafür liefern, dass wir nicht so schnell sind aktuell. Das war deutlich besser. 0,5 Sekunde. Also mit den gleichen Reifen eine 0,6 fast verbessert. Damit sind wir vor Vettel. Aber es fehlt immer noch sehr viel. 0,4 auf Hamilton. Aber Purple im dritten Sektor. Nochmal frische Reifen. Die bringen angeblich 0,2. Das heißt, sie werden quasi genau auf Bottas Niveau. Aber ja, also wenn man die Motoren austauschen würde, vielleicht nochmal so 0,2 und doch mal die frischen Reifen. Das heißt, wir könnten doch mit einer perfekten Runde die Pole bekommen, wenn wir die Motoren ausgetauscht hätten. Also der Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall geil, schön knackig. Wir müssen wirklich kämpfen, um überhaupt vor Vettel zu landen. Die Runde von vorher war richtig stark. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch einen Versuch. Genau, wir schaffen es nicht mehr für 2 Runden über die Linie. Dieser eine Schwenker war zu viel und damit können wir uns nicht mehr verbessern, leider. Ich denke, wir bleiben damit wahrscheinlich auf Platz 3. Naja, das war nicht das beste Qualifying. Wir sind Dritter. Immerhin vor Vettel, aber die Mercedes waren schon sehr, sehr stark. Ne, doch nur noch Vierter, okay. Ja, schade. Am Ende, wie gesagt, Vierter, knapp hinter Vettel. Also vom Schwierigkeitsgrad war es eigentlich doch in Ordnung, weil wir haben mit einer guten Runde fast vor Vettel gelandet. Aber ja, Mercedes doch noch ein bisschen zu stark hier. Also ich stelle, glaube ich, auf 105 dann. Genau, hier die Motorenkomponenten. Da wird erstmal alles ausgetauscht. Gibt auch keine Strafe, weil das Ding ist, ich möchte auf jeden Fall mit einem frischen Motor hier rein starten. Energiespeicher passt noch. Ich tausche mal alles aus, weil die alten Teile kann ich dann im Training immer verwenden. 2014. Die Strecke ist, was Überholen angeht, sehr schwierig, denn an vielen Ecken ist es extrem eng. Allerdings gibt es auch viele schnelle Passagen. 56% der Strecke werden mit Vollgas gefahren. Insgesamt muss man sagen, diese Bühne ist der Formel 1 würdig. Heute darf ich neben mir niemand Geringeren als Stefan Römer begrüßen. Ich glaube, dieses Rennen konnte in seinem ersten Jahr nicht wirklich überzeugen. Aber seither kommen immer mehr Fans und es wurde zu einem beliebten Event. Was glaubst du denn, hat sich geändert? Ich finde, was hier passiert ist, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man die Probleme sofort angeht. 2014 wusste keiner, was ihn erwartet. Darum haben die Teams bei den Reifen sehr konservativ entschieden und dadurch die strategischen Optionen minimiert, was zu einem recht eintönigen Rennen führte. Aber das war eine gute Erfahrung und als wir im letzten Jahr wieder hier waren, sahen wir einen wirklich spannenden Grand Prix, der erst in den letzten Runden des Rennens entschieden wurde. Hoffentlich wird es dieses Jahr ähnlich aussehen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel und ein Ferrari, Daniel Ricciardo und Perez. Grosjean, Quert, Massa und Esteban Ocon. Verstappen, Stroll, Carlos Sainz Jr. und Hülkenberg.
Magnussen, Palmer, Fernando Alonso und Stoffel van Dorn. Wehrlein und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Schalte. Damit legen wir los von Platz 4, zum Glück auf der rechten Seite, gar nicht mal so schlecht, weil mit Windschatten ist ja eigentlich in Sochi sogar die zweite Startreihe teilweise besser als die erste, also ist gar kein Nachteil eigentlich, dass wir nur so weit hinten starten. So, wir starten mit den Ultrasoft, danach auf die Supersoft von Platz 4 neben Sebastian Vettel. Wir legen los, wir kommen richtig gut weg. Bottas gar kein guter Start, Vettel im Windschatten von Hamilton. Wir müssen da am besten auch irgendwie rechts neben Bottas, aber der ist im Weg. Ah, das geht leider nicht. Vettel kommt aber an Hamilton gut ran. Und Vettel ist hier vorbei fast schon. Wir sind neben Bottas. Wir schnappen uns nicht den Finn, weil ich noch ein Übersteuern hatte. Oh Mann, ey, wir hätten safe Platz 3 schaffen können. Und wäre Bottas nicht rechts neben uns gewesen, hätten wir sogar locker die Führung übernehmen können im Windschatten von Vettel. Und Hamilton, Bottas verbremst sich. Wir kommen vorbei. Jawohl, da ist Platz 3. Sehr stark. Also beide Ferrari an Bottas vorbei. Das war schon mal eine super Startphase. Hätte, wie gesagt, noch besser laufen können. Wäre Vettel an Hamilton vorbei oder wir halt nochmal direkt an Bottas. Aber hier der Fehler nochmal. Bottas verbremst sich. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze jetzt ausgeht. Vettel ist schnell, Hamilton aber auch. Also mit DRS nachher kann es schon sehr, sehr interessant werden. Aktuell ja Red Bull echt komplett ohne Konkurrenz gefühlt. Aston Martin ein bisschen zu langsam. Ferrari komplett bodenlos. Und Mercedes ist auch nicht wirklich konkurrenzfähig aktuell noch. Aber es wurde sich ja jahrelang beschwert, dass Mercedes so dominant war. Und jetzt ist halt Red Bull wieder richtig dominant. Aber so macht es ehrlicherweise auch keinen wirklichen Spaß, die Formel 1 zu verfolgen. Wenn immer nur Verstappen gewinnt die ganze Zeit. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich war nie so der allergrößte Verstappen-Fan. Klar, als es um den ersten Titel ging, war ich natürlich für Verstappen, dass endlich mal nicht mehr Mercedes-Weltmeister wird. Die ersten Jahre bei Red Bull gab es auch immer ein bisschen Kollisionen und sowas. Hatte nicht ganz so sympathisch gemacht, aber sonst eigentlich ein cooler Fahrer. Aber ich mag eigentlich schon lieber Charles Leclerc vor allem sehr, sehr gerne. Oder halt Perez eigentlich auch sehr cool bei Red Bull. Oder halt Fernando Alonso, absolute Legende. Vorne wieder das DRS-Fenster, aber wir sind alle nicht so nah dran, dass wir überholen können. Boah, Hamilton fährt schon rein, das ist richtig früh. Das heißt Doppelführung mit Sebastian Vettel. Und das Stop ist in Runde 5 geplant, also ich weiß nicht, was Hamilton macht, dass er schon so früh reinfährt. Jetzt erstmal Windschatten von Vettel, ich will aber noch nicht vorbei. Der ist sowieso auch schnell gewesen, der Teamkollege. Okay, Sergio Perez fährt da noch, keine Ahnung. Bisschen komisch, wie das aussah. Ah, VSC schon zu Ende, schade. Gefühlt sind wir jetzt näher dran an Vettel. Oh, der fährt in die Boxengasse. Oh nein, das heißt doch kein DRS jetzt mehr. Okay, also interessant. Also Vettel und ich, wir haben auf jeden Fall beide sehr gute Siegchancen. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt so rauskommen. Die Reifen gefühlt gar nicht abgenutzt. Das ist halt das Krasse. 2,4 war in Ordnung. Mal schauen. Los geht es hier. Irgendwas beim Boxenbegrenzer muss ich echt mal umstellen, weil das klappt irgendwie nicht immer. Muss ich wieder eine Rückbände verwenden, weil die Boxenbegrenzer-Taste irgendwie nicht funktioniert. Vettel ist aber sehr, sehr weit vor uns. Und ich glaube, der ist auch vor Hamilton, weil Hamilton ist da, glaube ich, hinten dran, hinter Magnussen, sieht so aus. Aber Vettel, den müssen wir schon einholen. Also der hatte anscheinend eine gute Runde. Vettel, schnellste Runde. Also ich habe es ja gesagt, Vettel wird kein einfacher Gegner. Boah, Hamilton hat so viel Zeit verloren. Alter, der ist 4 Sekunden hinter uns oder so. Oh nein, hat Vettel jetzt ein Problem oder was? Das kann nicht wahr sein. In China haben wir den Sieg durch Hamiltons Problem quasi geschenkt bekommen. Und heute durch Vettels Problem oder was? Aber das sieht man schon, die Pace auf der Gerade von Vettel ist nicht mehr stark. Wir sind richtig schnell rangekommen. Das kann doch echt nicht wahr sein, Alter. Ja komm, wir kommen hier easy vorbei an Sebastian Vettel, am Teamkollegen, der anscheinend auch Probleme hat, wie in der vorletzten Folge Lewis Hamilton. In Australien hat sich Vettel verbremst, war ein eigener Fehler. In China der Dreher und heute anscheinend Motorprobleme. Der Kanadier, so, damit sind wir auf Platz 1, übernehmen die Führung. Und Sebastian Vettel, der ist immer noch so ein bisschen am Kämpfen mit der Pace. Ich glaube, ohne die Probleme wäre das schon echt ein interessanter Kampf geworden. Weil ich glaube, wir hätten schon Vettel eingeholt, dadurch, dass er eben nicht an Lance Stroll vorbeigekommen wäre. Jetzt ist auch Hamilton an Vettel vorbeigezogen mittlerweile schon. Also damit doch leider kein Doppelsieg. So schade, das kann doch echt nicht wahr sein. Wir waren so perfekt unterwegs. Vettel hätte das Rennen, glaube ich, schon auf jeden Fall gewonnen. Hier Max Verstappen. Okay, einfach ein Motorschaden oder so. Man merkt auch, Hamilton ist ungefähr ein bis
bis 2 Zehntel pro Runde schneller. Ich glaube, unter normalen Umständen hätten wir das Rennen heute auf keinen Fall gewonnen, weil Vettel war auch so 1-2 Zehntel schneller, genauso wie Hamilton. Aber Hamilton hatte halt einfach zu früh den Boxenstopp und Vettel hatte halt Probleme mit dem Auto leider. Und jetzt sind wir schon in der vorletzten Runde. Jetzt mittlerweile in der letzten Runde hat sich natürlich nichts verändert. Wir sind immer noch deutlich vor Lewis Hamilton, über 4 Sekunden. Wir nehmen den Sieg natürlich wieder mit, weil das ist auf jeden Fall gut für die Fahrerwertung. Wir machen zwar nicht viele Punkte gut, weil Hamilton auch Zweiter wird, damit nur 7 Punkte besser. Aber egal, wir holen hier den nächsten Sieg, der 3. aus 4 Rennen. Mega starker Saisonauftakt. Wir haben wieder mal von Problemen profitiert. Die Pace war nicht die allerstärkste, aber wir haben doch gewonnen. Platz 1, sehr starke Leistung. Da sind wir endlich zusammen mit Vettel auf dem Podium. Sehr, sehr schön. Leider kein Doppelsieg mehr geworden. Also hier das Rennergebnis. Wir vor Hamilton und Vettel. Bottas 4. Dann eine große Lücke auf Ricciardo. Oh, Kvyat sogar 6. geworden. Damit bei der Fahrerwertung wieder 1. 4 Punkte vor Hamilton, Vettel auf Platz 4, also schon echt interessant. Konstrukteure sind wir punktgleich sogar mit Mercedes. Ich würde sagen, wir sind am Ende von der Folge. Lasst gerne, oh ne, ich will das noch nicht machen, weil das darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Naja, egal, damit war's das. Lasst gerne Like und Abo da, wenn ihr neu seid, keine Videos verpassen wollt. Beim nächsten Part geht's dann weiter. Beim großen Preis von Spanien wird, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Damit war's das, haut rein, bis zum nächsten Part, habt noch einen schönen Tag und ciao.